dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Also ich denke mal, am Ende stehen wir mit nichts da. Aber wie wir hier von der ersten Minute an Fußball gespielt haben, präsent waren, eine gute Mentalität ins Spiel gebracht haben, vor allen Dingen auch im Ballbesitz viele gute Momente hatten bis zur 25. Minute, wo dann jemand was gegen uns hatte. Ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, wenn ich sagen muss, vielleicht hat Jasu da muss er da ein bisschen vorsichtiger sein, aber wenn wir hier einen Schiri ansetzen, der 3 Spiele hat und 7 gelbe Karten schon gehabt oder 12 gelbe Karten in den 3 Spielen hatte, dann war uns das im Vorfeld klar. Und trotzdem hat die Mannschaft dann das Ding ordentlich verteidigt. Ne? Sehr, sehr geschlossen agiert, eine gute Mentalität, eine gute Kompaktheit gehabt, sich immer wieder da auch geholfen. Und letztendlich lagen wir dann 1-0 zurück. Ja, überbeißt er dann die Flanke und trotzdem sage ich, sind wir noch mal aufgestanden. Also ich sage, Brünker, sein Kopfball, den hält der Torwart gut und ich weiß nicht, ob die Aktion an Christian Beck nicht auch elfmeterwürdig war. Ich habe es ja noch nicht hundertprozentig gesehen, also mit dem Ellbogen hat er da nichts im Gesicht zu tun. Wir können nur sagen, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben von dieser Geschlossenheit, von dieser Mentalität, von dem Teamspirit. Und jetzt müssen wir so schnell wie möglich da einen Haken machen, weil wir am Mittwoch schon wieder das nächste wichtige Spiel haben gegen Hansa Rostock. Aber wenn wir das so mit reinnehmen, mit der Art und Weise, mit ja, wie die Mannschaft hier aufgetreten ist, dann ist mir nicht bange. Danke. Die Voraussetzungen für uns waren heute etwas ein bisschen schwierig. Wir wussten, dass wir auf den Gegner treffen, auch aufgrund der Tabellensituation, die hier auch mit dem Erlebnis gerade vor 2-3 Monaten, dass sie hatten, dass sie hier aktiv und sehr dominant auftreten wollen. Das war uns schon klar. Ich persönlich wusste nicht genau, wie unsere Mannschaft nach dieser Niederlage gegen Mannheim reagiert. Man konnte dann auch sehen, dass aufgrund der Tatsache, dass der Gegner auch sehr stark aufgespielt hat die ersten Minuten, wir unsere Probleme hatten. Aber wir haben eins sehr, sehr gut gemacht. Wir haben die Nerven nicht verloren. Wir waren nicht so gut ins Spiel gekommen. Trotz allem haben wir eine sehr, sehr gute Kompaktheit da gehabt und waren sehr diszipliniert. Aufgrund der Tatsache, dass es dann eine gelb-rote Karte gab, waren wir in Überzahl. Wir waren wieder in einem Spiel direkt von Anfang an, wo wir gezwungen waren zu verändern, die auch von den Positionen her wieder eine andere Spielweise dann hatten. Ja, war für uns in der ersten Halbzeit nicht einfach, das muss man ganz klar sagen. Und in der zweiten Halbzeit war auch klar, wenn Gegner wie Magdeburg, die sehr kampfbetont hier aufgetreten sind, die spielerisch auch einen guten Umbruch hinbekommen haben in den letzten Wochen, denke ich, dass wir da nicht einfach 1, 2, 3 Tore hintereinander machen, das war mir klar. Wir mussten auf diesen Dosenöffner hinarbeiten. Der Gegner war auch immer gefährlich, ob es bei Standardsituationen war oder wenn es mal in eine Kontersituation gekommen ist. Deshalb kannst du da nicht volles Risiko fahren und musst da sehr geduldig und vernünftig deine Angriffe starten. Und wir hatten dann doch die ein oder andere gute Gelegenheit. Bundi hat dann auch 1, 2 Mal gut gehalten und dann mit der Aktion von Maxi Beister und Ayensa hatten wir dann den Dosenöffner, wobei wir da auch sehr viel Glück dabei hatten, weil Dennis eigentlich, so kenne ich es von ihm, direkt normalerweise macht. Dann kam er über Umwege dann über ein Eigentor ins Tor. Ich denke, aufgrund der Tatsache, dass wir sehr geduldig und vernünftig gearbeitet haben, ging der Sieg dann auch in Ordnung. Sind natürlich sehr, sehr schwierige Spiele in der Art und Weise. Wir konnten es gegen Dresden ja auch schon erleben. Und deshalb bin ich einfach nur froh, dass wir die 3 Punkte geholt haben und dass wir eine gute Reaktion trotzdem gezeigt haben nach dieser Niederlage in Mannheim. Magdeburg wünsche ich natürlich alles Gute und ich bin recht überzeugt davon, wenn sie so auftreten, wie sie heute aufgetreten sind, dass sie auch schnell wieder punkten werden.